Freunde, bevor das Video startet, ein kurzer Shoutout. Wie viele von euch wissen, war X-Factor das Unfassbare eine meiner Lieblingssendungen als Kind. Und es gibt neue Folgen mit dem legendären Moderator Jonathan Frakes. Zum 25-jährigen Jubiläum bringt RTL 2 morgen um 20.15 Uhr die neuen Folgen raus, sind auch in den USA ganz aufwendig produziert worden. An dieser Stelle ein Shoutout, habe ich euch auch nochmal in der Beschreibung verlinkt. Und ich habe zu Ehren dieser Serie eine Story darüber geschrieben. Fangen wir an. Mein Name ist Landon McRaw und als Kind sah ich unfassbar gerne die Sendung X-Factor – Das Unfassbare mit dem mittlerweile legendären Moderator Jonathan Frakes. Wer die Sendung nicht kennt, dem erkläre ich gerne kurz das Konzept. Es wurden damals in den 90ern Geschichten verfilmt. Gruselige, unfassbar mysteriöse, die entweder der Wahrheit entsprachen oder von den Machern frei ausgedacht waren. Der Sinn und Zweck dahinter war, dass die Zuschauer immer raten mussten, was stimmte und was nicht. Dazwischen führte der Moderator mit viel Witz durch die Sendung. Und am Ende löste er alles dann auf. Als eine der aufregendsten Folgen gilt die Frau im Spiegel. Als Kind fürchtete ich mich vor dieser Folge schrecklich. Bis meiner Mutter etwas Ähnliches in echt passierte. Diese Geschichte wurde quasi mit der Zeit wahr. Aber fangen wir vorne an. Ich war gerade mal erst 11 Jahre alt, als mein Dad und meine Mom gemeinsam mit mir in einen Vorort von New York zogen. Mein Vater hatte einen guten Job an der Wall Street, der amerikanischen Börse, bekommen und dementsprechend ansehnlich war das alte Anwesen, was wir nun kaufen konnten. Es hatte einen großen Garten mit einem eigenen Pavillon und vielen Bäumen, die der Anlage fast etwas Waldähnliches gaben. Meine Mom arbeitete von zu Hause aus, während mein Dad fast 24/7 am Arbeiten war, in seinem Bürogebäude. Gefühlt schlief er dort. Als wir umzogen, hatten meine Eltern fast alles aus dem alten Haus wegwerfen lassen, da die eher konservative Einrichtung nicht in den innenarchitektonischen Stil meiner Eltern passten. Nun ja, fast alles warfen sie weg, nur einen beinahe antiken Spiegel behielten wir. Meine Mom fand ihn schön und so hingen wir ihn an die Wand im Flur. Er war ein echter Blickfang und ich glaube, auf einem Flohmarkt mit Sammlern hätte man ihn bestimmt für $500 verhökern können. Ein paar Monate nach Einzug passierte nichts Besonderes. Ich lebte mich in der Gegend ein, fand neue Freunde, wie zum Beispiel meinen besten Freund Tom, der nur zwei Straßen weiter wohnte und den ich immer mal wieder gerne zum Spielen in den Garten einlud, und auch meinen Eltern schien es hervorragend in der neuen Gegend zu gefallen. Das traute Heim änderte seinen Vibe, wie man heutzutage sagen würde, jedoch in einer stürmischen Novembernacht. Am nächsten Tag sollte ich eine Mathe-Klausur schreiben und dementsprechend war ich immer noch am Lernen, selbst um Mitternacht. Ja, ich weiß, eigentlich hätte ich schlafen sollen, aber ihr kennt das bestimmt, wie immer hatte ich mal wieder zu spät angefangen und das musste ich mit einer letzten Nachtschicht dann wieder ausbaden. Draußen regnete es sinnflutartig und ein heulender Wind pfiff direkt an meinem Dachzimmerfenster vorbei. Gott sei Dank muss ich gerade nicht draußen sein, dachte ich, als ich endlich das Mathebuch weglegte und mich unter meine Decke kuscheln konnte. Aber genau in diesem Moment ertönte ein markerschütternder Schrei. Ich zuckte zusammen, brauchte aber nur eine Millisekunde, um zu realisieren, dass das meine Mom gewesen war. Sie hatte so geschrien. Da mein Vater sich auf einer Geschäftsreise in Chicago befand, war der Einzige mit ihr in unserem riesigen Haus ich. Also schaltete ich sofort, denn ich war mit meinen 11 Jahren zu jung und naiv, um mir Sorgen zu machen. Es hätte ja auch ein Einbrecher oder Mörder am Haus sein können, dem ich direkt in die Arme gerannt wäre, aber so weit dachte ich nicht. Ich hatte nur eines im Sinn, meine Mom zu retten. Und dem Himmel sei Dank wurde diese törichte Art in dieser Nacht nicht bestraft. Ich rannte aus meinem Zimmer und entdeckte meine Mom zusammengebrochen vor dem antiken Spiegel. »Mom, Mom, was ist passiert?« Ich schaute sie an, sie
hatte die Hände vors Gesicht gelegt, so als ob sie weinen würde. Offensichtlich war sie nicht verletzt oder angegriffen worden. Aber als sie ihre Hände wieder von den Augen nahm, da sah sie aus, als hätte sie gerade den Teufel leibhaftig gesehen. Ich glaube, ich werde verrückt. Aber wieso denn, Mom? Erzähl mir doch bitte, was geschehen ist. Ich kann hier nämlich niemanden sehen. Nun gut, ich habe jemanden gesehen. Und zwar im Spiegel. Du hast wahrscheinlich dich gesehen im Spiegel, Mom, oder deinen Schatten. Das muss dich doch nicht erschrecken. Mama, dafür sind Spiegel da. Nein, mein Junge, ich war gerade noch am Arbeiten. Du weißt ja, ich bin Fotografin und bearbeite meine Aufnahmen manchmal noch bis spät in die Nacht. Abends am PC im Wohnzimmer. Ich bin so spät immer am kreativsten. Nun ja, ich war endlich fertig, machte das Licht an und wollte über den Flur ins Schlafzimmer gehen. Aber als ich an dem Spiegel vorbeilief da sah ich eine Frau im Spiegel direkt hinter mir. Sie schrie und war blutverschmiert. Dann schrie ich auch und brach zusammen und als ich die Augen wieder öffnete, da war dieser verdammte Spiegel leer und du kamst schon angerannt. Mama, das kann unmöglich wahr sein. In diesem Spiegel ist nichts. Ich glaube, du hast wenig geschlafen in den letzten Tagen, weil du immer so viel arbeitest und der Sturm heute Nacht draußen ist auch wirklich gruselig. Selbst ich habe Angst beim Mathelernen bekommen. Selbst du? Lachte meine Mom. Du bist 11, es ist okay, dass du Angst hast. Ich wollte dich doch nur zum Lachen bringen, Mom. Und jetzt geh in dein Bett und schlaf ein wenig. In dieser Situation waren unsere Rollen kurioserweise andersherum verteilt. Ich bemutterte meine eigene verängstigte Mom. Es sollte allerdings nicht der letzte Vorfall dieser Art bleiben. 2 Tage später schwor meine Mom meinem Dad und mir beim Frühstück, sie hätte die Frau schon wieder beim Vorbeigehen im Spiegel entdeckt. Mein Vater und ich untersuchten daraufhin den Wandspiegel, in der Hoffnung, irgendetwas zu finden. Einen versteckten Mechanismus, eine Funktion, um Leuten irgendwie Angst einzujagen. Solche Horrorspiegel gab es in Geisterbahnen auf Jahrmärkten, aber wir fanden keine technische Vorrichtung, die das Erscheinen einer Geisterfrau erklärte. Die einfachste Möglichkeit, diesen Spuk zu beenden, wäre es, den Spiegel zu verkaufen oder einfach wegzugeben. Und natürlich hatte meine Familie auch daran gedacht. Mein Vater inserierte ihn auf einer Website zum Verkauf und bis jemand zuschlug, trugen wir das gute Stück in unseren Keller. Dort würde meine Mom nicht mehr ständig daran vorbeilaufen. Wo soll es hin, Papa? Wir stellen es hier im Flur des Kellers ab, neben die Tiefkühltruhe. Weiter rein lieber nicht, da sind viel zu viele Spinnenweben. Der Sammler will das Stück ja sicherlich im besten Zustand haben. Okay, Dad, ich setze ihn dann ab. Sehr gut, mein Sohn, danke fürs Mithelfen. Ach übrigens, eine Sache wäre da noch. Ich werde die nächste Woche weg sein, in Seattle. Ist eine ziemlich wichtige Konferenz. Ich weiß, es geht deiner Mom gerade nicht gut und eigentlich würde ich auch gerne für sie da sein, aber das ist verdammt wichtig und meine nächste Beförderung steht wirklich nah bevor. Ich musste also hin und gut performen. Das heißt, du bist jetzt der Mann im Haus. Du musst stark sein und auf deine Mom aufpassen. Versprichst du mir das, Kleiner? Das mache ich, Dad, versprochen. Sehr gut, mein Junge, ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Ich glaube ehrlich gesagt in letzter Zeit, der Umzug, der Stress, die neue Umgebung, viele Probleme bei ihrer Selbstständigkeit, da spielen die Nerven bei deiner Mom verrückt. Aber bitte mach du dir keine Sorgen, es gibt keine tote Frau im Spiegel. Ich weiß das doch, Dad. Ich gucke zwar manchmal Horrorfilme, aber das sind doch nur Filme. Guckt Mama sowas auch? Vielleicht hat sie es daher. Nein, eigentlich hasst deine Mom solche Filme. Es ist wirklich merkwürdig. Es scheint fast so, als ob ihr Verstand ihr einen Streich spielen will. Aber sie wird garantiert wieder okay. Sobald der Spiegel weg ist, dann machen wir erstmal einen gemeinsamen schönen Familienausflug. In einen Freizeitpark oder wir gehen mal Schlittschuh laufen, der Winter steht bevor. Was hältst du davon? Klingt super, Dad.
Mein Vater gab mir High Five und dann liefen wir wieder nach oben. Die nächste Woche begannen die Winterferien. Es war sogar nur noch eine Woche bis Weihnachten. Draußen hatte sich ein ungemütlicher Schneeregen eingestellt und stellte den Straßenverkehr in New York und seinen Vorstädten gehörig auf die Probe. Es war keine Zeit, in der man gerne rausgehen würde, und so blieb ich die meiste Zeit in meinem Zimmer und spielte auf meiner Switch. Meine Mom wirkte allerdings etwas benebelt und mitgenommen. Zwar war der Spiegel bereits im Keller und ein Käufer würde ihn schon nächste Woche abholen, aber dennoch ging es ihr nicht wirklich besser. Sie war sogar in Therapie gegangen. Der Psychologe meinte, es seien vielleicht alte Kindheitstraumata, die das auslösen würden. Aber bisher hatte meine Mom noch nicht ergründen können, welche das genau waren. Sie war eigentlich der Meinung, sie wäre behutsam aufgewachsen und konnte sich das wirklich nicht erklären. Diese ganze Situation machte sie fertig und ich sah ihr diesen Stress an. Sie war der felsenfesten Überzeugung, dass diese schreiende Frau im Spiegel wirklich da gewesen war und nicht nur ein Streich ihres Verstandes. Und dass wir ihr, inklusive ihres Therapeuten, alle nicht glaubten, schien sie noch weiter zu zerbrechen. Ich kannte meine Mom eigentlich immer als gut gelaunt und auch an mir nagte die schlechte Stimmung im Haus. Am Montagabend der ersten Ferienwoche hatte ich Mom überredet, Tom einzuladen. Er war wie gesagt mein bester Freund aus der Schule und ich wollte wenigstens einen im Haus haben, mit dem ich ein bisschen Spaß haben und ein paar Witze machen konnte. Meine Mom würde an diesem Tag bei ihrem Bruder übernachten, somit hatten wir sogar sturmfrei. Meine Mutter, die sonst dafür sorgte, dass ich nicht zu viel zockte, war also nicht da. Und so stand uns nichts mehr im Weg, die ganze Nacht ein paar Videospiele zu spielen. Ich muss dir mal was sagen, Lenden, euer Haus ist echt spooky. Vor allem der Garten in diesem Schneeregen, das sieht aus wie in einem verdammten Horrorfilm, meinte Tom, während wir gerade vor der Konsole hingen und ein paar Chips mampften. Alleine hätte ich Angst, hier drin zu leben, bin ich ehrlich. Ach, was erzählst du da, Tom? Die Gegend hier gehört zu den sichersten in New York. Hier passiert nichts und an Geister glaubst du ja wohl selbst nicht. Naja, ganz so sicher wie man meint, ist es hier nicht unbedingt. Ein paar Monate bevor ihr hergezogen seid, gab es mal ein paar Morde. Ich weiß auch gar nicht, ob sie den Typen überhaupt geschnappt haben. Aber du hast recht, ansonsten ist es wirklich safe hier. Tom, wenn du mir hoch und heilig schwörst, es niemandem zu verraten, dann muss ich dir ein Geheimnis anvertrauen. Und jetzt erzählte ich meinem besten Freund die Geschichte des Spiegels. Bisher hatte ich es noch mit niemandem geteilt. Ich hatte Angst, dass mich meine Mitschüler auslachen würden. Aber Tom war nicht so. Er wirkte regelrecht fasziniert von der Geschichte. Und wo ist er nun? Er ist im Keller. Ich habe ihn mit Dad dahin geschleppt, damit meine Mom nicht mehr daran vorbeilaufen muss. Das klingt wirklich wie aus einem verdammten Horrorfilm. Das muss einfach auf Netflix. Eure Story verfilmt, die könnte Millionen bringen. Aber du glaubst das doch nicht, Tom, oder? Im Gegensatz zu dir muss ich gestehen, dass ich wirklich an Geister glaube. Es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als wir mit unserem schwachsinnigen Gehirn uns erklären können. Du bist verrückt, Tom. Ich wusste es schon immer. Nach ein, zwei weiteren Stunden eines Autorennspiels legten wir uns dann endlich schlafen. Ich in mein Bett und Tom nahm auf der Couch gegenüber Platz. Während ich einschlief, pfiff der Wind wieder gegen die Fensterläden. Was irgendwie dazu führte, dass ich einen schrecklichen Albtraum bekam. Ich träumte etwas von einem Serienmörder, der mich jagte und dabei wie der heulende Wind pfiff. Dann kam er immer näher, in unserem eigenen Garten und jagte mich und als er mich im Traum erwischte, stieß ich einen lauten Schrei aus. Ich riss die Augen auf, doch der Schrei hörte einfach nicht auf.
Wartet mal, das war nicht mein Schrei, den ich da im Traum gehört hatte. Das war Toms. Ich starrte auf die gegenüberliegende Couch, wo mich nur gähnende Leere erwartete. Ich musste nicht lange nachdenken, wo Tom sein könnte. Er war sicher im Keller beim Spiegel. Er war vorhin so interessiert gewesen und als er nicht hatte schlafen können, war er sicherlich heruntergegangen, um das Phänomen selbst begutachten zu können. Das war zumindest meine Arbeitshypothese. Ruckartig stieg ich aus dem Bett auf und rannte so schnell mich meine Beine tragen konnten in unseren Keller. Als ich unten ankam, sah ich Tom heulend am Boden. Die tote Frau, sie ist da drin!« Er zeigte zitternd auf den Spiegel. »Was, in diesem Spiegel?« Ich starrte das alte Stück erneut an, wie schon hunderte Mal zuvor. Ich sah aber nur mich im Spiegelbild und Tom im Hintergrund auf dem Boden. »Sie wird uns alle töten, das hat sie mir gerade gesagt!« »Tom, übertreib nicht. Hast du sie wirklich gerade gesehen?« »Nein, Mann, ich hab dich nur verarscht, du bist so dumm, Junge!« »Dein Ernst, Mann, das ist wirklich nicht lustig. Diese Frau verfolgt uns hier schon seit Wochen. Und wenn es sie nicht gibt, dann ist meine Mutter... Nun ja. Deine Mom hat einfach einen Knall, sprich es aus. Da ist niemand zu sehen. Die spinnt einfach nur.« »Pass auf, wie du über meine Mom redest.« Ich war stinksauer über diesen Streich von Tom und wollte die nächste Zeit bestimmt nicht mehr mit ihm reden. Dann kam der letzte Tag, bevor mein Vater wiederkommen würde. Meine Mom, die ungern alleine hier schlief, war wieder von ihrem Bruder zurück und ich wollte Tom erstmal nicht mehr sehen, also waren es nur noch wir zwei hier im Haus. Beim Abendessen sagte meine Mom, dass sie sich sehr freue, dass Papa bald wieder da wäre und dieser gruselige Spiegel nächste Woche endlich Geschichte sei, denn dann würde ihn ein Käufer abholen. »Wir hätten ihn lieber direkt zum Schrottplatz fahren sollen«, waren ihre Worte. Ich versuchte, sie wieder zu beruhigen, was allerdings eher so semi-gut funktionierte. »Weißt du was, Lenten? Ich bleib einfach die Nacht wach und arbeite. Denn wenn ich schlafe, kriege ich Albträume von dieser Frau.« »Aber Mom, das ist doch keine langfristige Lösung. Du hast die letzten Nächte immer durchgearbeitet. Du hast dir wirklich etwas Schlaf verdient. Du bist viel zu schlau für dein Alter, mein Sohn. Ja, es ist nur eine kurzfristige Lösung, bis das Ding weg ist. Aber das ist es ja bald.« In dieser Nacht schlief ich wieder äußerst unruhig. Noch immer hatte der Wintersturm die Ostküste der USA fest im Griff, was die Atmosphäre in unserem Haus nicht unbedingt angenehmer machte. Wieder träumte ich wirres Zeug. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was eigentlich, aber es endete wieder mit einem Schrei. Einem lauten Schrei sogar, einem sehr lauten. Ich riss meine Augen auf. Wo war ich? Schneeregen prasselte gegen das Fenster. Ich war zu Hause, in meinem Zimmer, im Dachgeschoss. Alles war normal. Aber der Schrei... »Mom! Mom!« Verdammt nochmal, was war ihr passiert? Ich rannte wie ein Sprintweltmeister die Treppenstufen nach unten hinab. Ich wusste, wo ich sie zu suchen hatte. Ein-, zweimal stolperte ich fast über meine eigenen Füße, aber ich schaffte es gerade noch so, das Gleichgewicht zu halten. Ich hatte Dad versprochen, auf Mama aufzupassen, und ich war jemand, der immer sein Wort hielt. Dieses Mal wurde ich allerdings überrascht. Und zwar bereits, als ich ins Erdgeschoss stürmte. Denn da befand sich meine Mom. Sie war gar nicht im Keller. Und jetzt noch der größte Plot-Twist. Sie schrie nicht etwa wegen der ominösen Frau im Spiegel, sondern wegen eines sehr realen Einbrechers, der ihr gerade ein Messer an die Kehle hielt. »Mama, was ist los? Wer ist dieser Mann?« »Lauf, lauf weg, Lenten! Lauf bitte weg! Er kam durch einen Tunnel im Keller in das Haus!« »Hör auf deine Mutter, Kleiner. Du bist doch bestimmt brav, oder? Du tust doch, was man dir sagt. Also, hör mir jetzt ganz genau zu. Ich gehe mit deiner Mom in den Keller und dann verschwinde ich mit ihr von hier. Und du wirst ja schön artig bleiben, Junge. Keine falsche Bewegung. Später kannst du auch die Cops rufen, da sind wir längst über alle Berge.«
Haben wir einen Deal? Und jetzt Abmarsch! Er schubste meine Mutter in Richtung der Kellertreppe. Ich war 11 Jahre alt, ich hätte ihm körperlich nicht das Wasser reichen können. Ich meine, ich hatte viele Superheldenfilme gesehen, aber in echt war eine solche Situation dann doch nochmal etwas völlig anderes. Denn ich stand einfach nur wie angewurzelt da und sah, wie der Typ gerade meine Mutter in den eigenen Keller verschleppte. Ich stand etwa eine Minute gelähmt dort, als auf einmal wieder ein Schrei erklang. Diesmal war er aber tiefer. Das war nicht Mom, das war der Einbrecher. Ich hörte weitere dumpfe Geräusche aus dem Keller und endlich verließ mich meine Schockstarre. Ich nahm die Beine in die Hand und sprintete die Kellertreppe hinunter. Dort fand ich meine Mutter auf dem Boden liegend, aber sie war unverletzt und frei. Der Typ, der Eindringling, er war verschwunden. Mama, was ist passiert? Wo ist er hin? Lenten, er hat die Frau im Spiegel gesehen. Er hat sie auch gesehen. Ich glaube, er hat sie sogar erkannt. Als er sie sah, hat er sich so erschreckt, dass er sein Messer fallen ließ und er verschwand durch den Tunnel wieder nach draußen. Er hat mich einfach hier liegen lassen. Die Frau, sie hat mich gerettet. Die Polizei schnappte den flüchtigen Mörder noch in derselben Nacht. Man hatte an dem fallen gelassenen Messer DNA-Spuren gefunden, die nach einer schnellen Prüfung in der Datenbank anschlugen. Der Typ war derselbe Kerl, der vor einigen Monaten die Morde begangen hatte, die von denen Tom mir erzählt hatte. Er hatte damals mehrere Frauen in ihren Häusern ermordet. Aber jetzt kommt noch das Krasseste. Die letzte Frau, die er getötet hatte, das schwört meine Mom, war die Frau im Spiegel. Sein letztes Mordopfer ist ihm in dieser Nacht erschienen und hat ihn so erschreckt, dass meine Mutter überleben konnte. Nur dafür war sie all die Tage in diesem Spiegel gewesen. Als hätte sie bereits geahnt, was kommt. Den Spiegel haben wir leider trotzdem verkauft. Meine Mom hatte der Frau zuvor danken wollen, sie war ihr aber nie mehr im Spiegel erschienen, bis dieser abgeholt wurde. Aber mir soll es ganz recht sein, denn seitdem ist endlich wieder Ruhe in unser Haus eingekehrt. Freunde, wenn ihr wissen wollt, ob diese Geschichte wirklich stattgefunden hat oder nicht, dann erfahrt ihr die Lösung auf Spotify, Amazon Music oder Apple Music. Klickt auf den ersten Link in der Beschreibung, geht auf die Playlist. Ich habe da in der Beschreibung dann geschrieben, ob es stimmt oder nicht. Und wenn ihr schon mal da seid, würde es mich extrem freuen, wenn ihr uns dort folgen könntet und die Stories auch eben auf Spotify, Amazon oder Apple Music streamt. Denn dort helft ihr uns am meisten. Vielen Dank und klickt jetzt auf den Link.